Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Storm Silver und Sacred Gold Seeleneier-Challenge-Part. Wir sind immer noch auf dem Weg auf dieser Team Rocket-Route. Falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an auf Sephirons Kanal. Dort haben wir gegen den berühmt-berüchtigten Smogmog-Trainer gekämpft, wie wir ihn getauft haben, Lambda. Genau, und bevor wir den Part starten, bitte noch diese Petition unterschreiben, denn auch Eier haben Seelen. Und jedes Mal, wenn ihr Eier esst, dann seid ihr Seelenmörder, ja. Freunde. Ja, einfach damit ihr Bescheid wisst. Mein GPL-Team heißt Soul Stealer, also da habe ich schon mal ordentlich vorgelegt. Oh. Damn. Gibt's eigentlich dieses Jahr wieder eine GPL? Also ich kann ja hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Die Planungen sind gerade im Gange, sagen wir es mal so. Jetzt wird das Fire gedroppt hier, die Insider. Ja. Ich muss überlegen, ist dann auch schon die 6. Season, ne? Damn, Alter. Das ist schon krass. Okay. Ja. Blissey sagt Bullis. Dann wollen wir mal Blissey helfen, beziehungsweise Reiser. Ah, you must be Razor. I was told of your arrival, but I'm surprised to see you soon. May we defeat these goons. Alright. Okay. Helf mir Reiser dabei, Team Rocket aufzuhalten. Mit einem Hunduster und... Oh, der trifft Zippli. Och nein, einfach Hagel. Ich hasse Hagel. Trifft Zippli und Hunduster. Ja. Boah. Okay. Eisschad. Geht aber hoffentlich nicht auf mich, oder? Ja, auf trifft Zippli, okay. Gut, gut. Damit kann ich leben. Ich glaube, der Choice Bandit Thunderfang sollte auf Hunduster eigentlich ausreichen. Wenn nicht, bin ich ein bisschen enttäuscht von Mike. Aber er reicht aus. Iron Mike, Digga. Iron Mike. Lol, Sprungfehler. Iron Mike Tyson mit dem gebandeten Thunderfang. So. Oh, Snow Warning, okay. Mega nervig. Persian. Ist das? Boah, das ist schon so billig hart, ne? Oh, krass. Gehen wir direkt den nächsten Thunderfang. Choice Bandit, Thunderfang. Mike Element Wesen. Dass der nicht für Mogelhieb ging, Digga. Ja, zum Glück. Aber Snorlax ist dieses Mal nicht für Eisschad gegangen. Aber ach, der ist für Fliegen gegangen, nicht für Sprungfeder. Ja, Fliegen, ja, ich sollte sagen, ausreichen, denke ich, oder? Interessant, dass man die VM Fliegen mal im Kampf sieht von einem anderen Trainer. Ja, ja, ja. Das ist true. Aber der das Hagel nicht ist allzu halt oft. Jetzt super nervig, ne? Etwas, ja. Okay, als nächstes kommt Vibrava, da kann ich nicht Thunderfang einsetzen. Lol, warum kommt der mit Gligar rein? Gligar, mit dem kann ich auch nicht Thunderfang einsetzen. Gegen den kann ich auch nicht Thunderfang einsetzen. Da kann ich schön Eis punchen. Eis Puncher. Dann gehen wir für Tapia. Yeah, und Reiser greift Snover an. Ey, wir sind ein gutes Team tatsächlich, Mann. Ey, ja, ich bin. Ich habe Reiser nicht so kompetent in Erinnerung. Aber gut. Aber das war früher mal so die Stelle, wo man immer Reißer, Alter, im ewigen Wald immer schön trainieren, weil die immer deine Pokémon geheilt hat. Und das war so, ja, da musste man wirklich, das war so ein Zeitpunkt, da konnte man richtig gut grinden und man musste auch so ein bisschen was nachholen und so. Ja, Reißer hat gerissen, Alter. Ja. Weißt du, wer auch gerissen hat? Becky, denn Gligar hat gerade einen Sword Stance aufgesetzt und der vierfach effektive Ice Punch hat den gerade mal ins Oblivion geschickt, den Jungen. Hast du Oblivion gespielt damals, Digga? Niemals durchgespielt. Sag jetzt nicht nein, Digga. Ich hab's nicht durchgespielt, aber ich hab's gespielt, ja. Okay. Aber Oblivion... Wie findest du Oblivion im Vergleich zu Skyrim? Boah, ich finde, das kann man so schlecht vergleichen. Okay. Das ist halt nochmal so eine komplette Ecke anders. Ich habe damals auch Diablo 2 gespielt und Diablo 3 und das, finde ich, kann man auch nicht so richtig miteinander vergleichen. Okay. Hast du Diablo gespielt? Diablo habe ich nie gespielt, Mann. Nie? Nee, ich hab's mir überlegt, jetzt wo es für die Switch rauskommt, ja. Habe ich mir überlegt, tatsächlich mal, aber ich bin bisher nie dazu gekommen, weil ich einfach weiß, es ist das grindigste, zeitaufwendigste aber Spiel auf dem Planeten so sehr, sein muss. Alter, ich hab schon manches, also du kannst ja immer so seasonweise überlegen, was du spielen willst, also wie viel du spielen willst und so weiter. Und... Es gibt dann halt immer mal so Phasen, wo ich mir denke, ja, die Season hier grinde ich jetzt mal richtig durch und dann lasse ich so 2-3 Seasons aus, weißt du. Ist immer ganz unterschiedlich.
Aber okay. Bockt schon mega. Macht richtig Laune. Ah, ich glaube, ich würde versinken in dem Spiel. Ja. Das wäre nicht so, gut. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, wenn die Season dann vorbei ist, dann. Und so Seasons gehen nie so lange bei Diablo. Dann ja. Kannst du dir dann sagen, okay, jetzt mache ich mal Pause. So. Das heißt, du hast quasi so eine Zeituhr, die läuft, die dir dann sagt, ey. Aber du musst doch wahrscheinlich auch Max-Level sein und. Also Max-Level ist 70. Und dann fängst du halt an mit Prestige-Level. Und Level 70 ist halt nichts. So, du schreibst jemanden an, irgendjemanden auf dem Server, so, ey, ziehst du mich eben kurz auf 70, dauert 30 Minuten. Und dann bist Was? Du, ja, dann bist du Max-Level. So, und dann fängt das Spiel What? Quasi erst richtig an. Die Story ist eigentlich auch scheißegal, die juckt dich später gar nicht mehr. Okay. Und dann geht's nur noch darum, Prestige zu leveln, dir Gear zu grinden und so weiter. Und das bockt einfach so mega. Okay. Ja. Ja, Mann. Also ich habe auch schon... Ja, Oblivion war mein Suchtgame damals. Das habe ich ohne Ende gesuchtet. Und viel mehr gespielt als Skyrim. Obwohl ich Skyrim auch sehr viel gespielt habe. Mhm. Fand ich von der Atmosphäre einfach eine ganz andere Schiene, Mann. Ganz anderes Level. Also was ich richtig gefeiert habe an Skyrim, ist natürlich die ganze Drachengeschichte. Ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden, dass da Drachen rumfliegen und du die killen kannst. Das ist einfach nur richtig geil. Aber von der Umgebung und von der Atmosphäre und auch von der Story her fand ich einfach Oblivion wesentlich interessanter als Skyrim, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Ich habe. Hast du Shivering Isles und so gespielt, die DLCs von Oblivion? Nee, haben nie gespielt. Oh, schade, Digga. Was ich habe für meinen Vater viel dabei. Mein Spiel, okay, ich dachte schon, mein Spiel ist hier aufgegangen. Wo ich meinem Vater sehr viel dabei zugeschaut habe, ist, der hat früher viel Risen und Gothic und sowas gespielt. Oh, Gothic habe ich auch. Gute Erinnerungen, da habe ich mal ein Let's Play gesehen von Hand of Blood. Ja, das habe ich mir auch angesehen. So richtig die nostalgischen Gefühle. Der hat ja, glaube ich, alle drei. Ja, das Lustige ist, ich hatte Nostalgiegefühle, obwohl ich das Scheißspiel nie gespielt habe. Ich glaube, das hat so. Das Spiel einfach so an sich. Ja, ja. Es ist. Also, ich kann verstehen, wenn Leute richtig begeistert von Gothic oder so waren. Ne? Ja. Also, wäre ich 5 bis 10 Jahre früher geboren, hätte das auch mein Spiel sein können. Ja. So, das ist jetzt die aus dem Duellturm, glaube ich. Oh, damn, Alter. Oh, der hat einen Electrode, das ist gar nicht geil. Ich hoffe einfach, also ich tanke auf jeden Fall. Okay, er geht für Lightscreen, interessant. Soll ich zu Prime raus? Denkst du, dass ich zu Prime rausgehen kann? Ich denke schon, ja. Doch, ich denke schon. Weil er tankt halt die Elektroattacken und Explosion ja, oder so, notfalls. Noctowl kann halt Confusion, aber. Charge Beam. Ho! Da ist ein Effekt Prime, okay. Sehr schön. Oh, der hat Aftermath. Und Sneasel, ne? Geht für Ice Punch. Musst du aufpassen, der hat Aftermath, der. Das ist Electrode, okay. Ja. Mike, yeah, 30 Grad. Noctowl weggenockt und erstmal die Elektroattacke immunisiert. Das ist so krass, gut. Was die für Pokémon haben, ne? Und Graveler. Aber da kann ich. Ah, schade. Hätte ich jetzt ein Erdbeben, Alter. Ja, Tapion halt safe. Ja, das Ding ist halt, er kann Magnitude, ne? Ja. Kann Electro Protect? Warte, ich schau mal, ob der Ice Punch von Caesar killt. Nee, der killt nicht. Ich outspeede leider auch nicht. Nee. Sonst hätte ich für Rockslide gehen können. Aber ich meine, was soll ich. Ich könnte zu Double. Ich glaube, Siebel ist tot. Der geht gerade für Rockblast. Ich könnte zu Double Bush. Theoretisch. Könntest du, glaube ich, machen, ja. Gegen alles ist Double Bush. Absolut fein. Oh, Ninjask. Okay, also hier gerade muss Sneasel die Arbeit machen. Self-Destruct, Digga. Ja, ja. Da passt aber. Hä, warte. Warum war X-Scissor sehr effektiv gegen Omot? Was hat Omot hier für einen Typen? Wahrscheinlich. Psycho? Käferunlicht? Nee, Käfer resistiert Käfer, glaube ich eigentlich. Giftunlicht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin komplett irritiert gerade. Warum war das sehr effektiv? So, Sneasel hat die Explosion überlebt und kann Graveler jetzt tanken, der schon angeschwächt war von der Explosion. Alter, die hat einfach einen Sneeble, einen Ninjask und einen Akani. Die schreit gerade danach,
los, Georok, töte mich. Dein ja. Gesteinsattacken. Und ja, kann ja Dragon Pulse. Wenigstens Dragon Pulse. Ja, ja. Lel. Das Venomoth. Wie gesagt, keine Ahnung, was der für ein Typ ist, aber... Oh, Magneton, Dicker, und Venomoth. Ja, wenn das Ding eine Giftattacke hat. Oh nein. Alter, ich kann nichts machen, außer die ganze Zeit rausswitchen, ne? Und hoffen, dass die alles erledigt. Ey, wenn da eine Giftattacke kommt oder wenn da irgendwie eine Elektro- oder Stahlattacke kommt, kann ich zu nichts raus. Jetzt muss man Becky schauen, tankt auch keine Elektroattacke, also soll ich zu Hitzkopf? Was anderes habe ich nicht. Gerade. Nein! Was denn? Das Magneton hat Magnet Pull, ich kann nicht rauswechseln. Oh no. Tapion war mit wem? Mit Prime. Hitzkopf, oder? Ja, mit Hitzkopf, ja. Fuck. Okay, gib mir eine Sekunde. Okay, da kommt nämlich schon der Psybeam, Alter. God damn also it. Ich sage, dass ich eben Fly auf Mistrevious, weil ich denke, erstens, sie wird für Firefang gehen und zweitens, der wird niemals Thunder haben. Also so crazy sind die jetzt auch nicht. Aber der tankt ihn. Okay, ich ja, er kann halt vor allem flinchen und du kommst jetzt sowieso raus und in der nächsten Runde killt das Arcani. Ja, er geht für Funkensprung gegen mich. Ja, 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 ja. Und oh, Pain Split auf mich geht Mistrevious. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Lava Plume trifft alle. Das Ninjask wird leider auch sterben, aber das ist okay. Alter, zum Glück habe ich fliegend drauf gemacht und Sturzflug weggemacht, ne? Dann wäre ich jetzt richtig ripped gewesen. Ja. So, ich habe gerade meinen Ninjas gekillt auf meiner Spielfeldseite. Na gut, Magneton stirbt auch, das ist gut. Hitzkopf kommt durch. Jetzt fehlt noch Mistrevious, glaube ich, bei dir. Ja. Okay, oh, das Ding hat Thunderfang, Firefang und Dragon Pulse, das Arcanine von der, auch crazy. Immerhin sind die Gefährten hier nicht so garbage und haben auch ein bisschen was an Coverage-Moves und so. Ja, Mann, muss ich sagen, hat er gut gemacht. So, Arcani. So, jetzt kommt das Finale, ne, auf der Route. Okay. Der Finalkampf kommt jetzt. Ja. Lagging Tail. Aber die heilt sich auch wieder, oder? Die ja, die hat mich okay. geheilt. Ich lass Mike vorne, Mike rasiert gerade. Da ist sie. Und ich glaube, dass es auch ein Doppelkampf wird. Ich bin mir nicht sicher, ob mit jemandem zusammen oder ob man jetzt alleine den Doppelkampf bestreitet. Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Deswegen packe ich mal Milky Way okay, mit und nach vorne. Und du sagst, es ist der heftigste Kampf auf der Route, oder ich habe den als den heftigsten Kampf auf der Route in Erinnerung. Okay, okay, es ist ein Einzelkampf gegen Ariana. Die war, glaube ich, richtig heftig. Es ist Ariana die Große, also Ariana ja, Grande. Ja, hab ich auch verstanden. Okay, die Lidl mit Arbok, mit Intimidate. Nein, Digga, das kann doch nicht sein. Ist das Spiel hängen geblieben? Ja. Nein, wann hast du das letzte Mal gespeichert? Zu lange nicht mehr. Okay. Warte mal, ich probiere mal was. Ey, ich hab das Item aufgesammelt, ne? Mehr nicht. Ich hab nichts gemacht sonst. Ich hab sonst. Dir gesagt, dass die verwackteste Route überhaupt. Alright, Leute, hier gibt's einen kurzen Cut. So, Leute, wir sind wieder da. Haben jetzt alles behoben. Ich bin beim Kampf gegen die Olle. Du kannst auch gegen die reiten, wie gesagt, die Lidl mit Arbok. Ich werde einfach mal safe Instant Choice Band Crunch raushauen. Ich glaube, das sollte killen, auch wenn er... Oh, nee, stimmt, der hat Intimidate. Das kann Earthquake! Oh, shit, Digga. Das killt nicht, oder? Info. Das killt aber nicht, oder? Nee, das killt nicht. Das killt nicht. Mike tankt das. Das ist kein Stab. Okay. Und wir sind schneller. Das heißt, wir können nochmal für Crunch gehen. Alter, Earthquake, Arbok, jawohl, fängt super an. Nice. Alright. Okay, als nächstes kommt Vileplume. Ja. Mm. Da gehen wir doch mal in Dandan raus. Oder ich glaube, Tapion ist safer. Ich weiß nicht, womit ich leaden soll. Paddle Dance passt. Earthquake. Okay. Ey, ganz ehrlich, Mann. Kastil reißt hier alles auseinander. Also kannst du mir sagen, was du willst. Ich habe ein Psycho-Pokémon und das killt halt alles aus dem Gegner. Ja, ja, es sind halt so. Hier Team Rocket. Wäre halt echt dumm, wenn ich jetzt nicht damit reingehe. Ja, ja.
Aber es sind halt die ganzen Gift-Pokémon, ne? Ja. Die Team Rocket halt hat. So, wie viel macht Fliegen? 50%? Ja, perfekt. Vielleicht greift er sich sogar selber an, dann würde ich sogar für Verfolgung gehen. Ah, was sage ich schon? Als ob NPCs sich hier selber angreifen. Okay, aber ich gehe, glaube ich, trotzdem für Pursuit. Zack. Ah, das macht gar nichts, okay. Greift sich selber an. Ja, es greift sich selber an. Hunchcrow hat der, die, das. Okay, dann werde ich die Stealthrox jetzt rausholen. Soll ich. Ich gehe mal. Ich glaube, ich gehe mal zu Rapist. Gehe ich zu Rapist? Greif dich selbst an, greif dich selbst an, greif dich selbst an. Nice, richtig gut. Die Rocks waren einfach so hart, mein Play. Ich gehe mal zu Rapist. Alright. Jinx hat die. Okay. Ich glaube. Brave Bird, Alter. Da das Hornscrow hat Brave Bird. Ach nein, ich glaube, die Kiss. Das Two-Shotte trotz Resistenz? Das hat wahrscheinlich. Nee, vielleicht ein Trace Bad oder so, I don't know. Hab ich einen Switch in den Eis- und Psycho-Attacken? Digga, ich habe gerade ein großes Problem, ne? Das Two-Shotte meiner Aerodactyl. Aber du bist schneller und killst ihn, oder nicht? Kill ich ihn? Warte, Fake Tears? Das machen wir in Spezialverteidigung minus 2, ne? So, soll ich's probieren? Mit Rock Tomb? Ich könnte verfehlen. Es könnte nicht reichen. Wir müssen Hornscrow auf 38. I don't know. Ich bin ein wenig überfragt. Ich meine, ich könnte zu Prime. Ich gehe mal zu Prime. Prime hat 90 Death. Ja. Prime muss sich jetzt endlich mal bewähren, weil Icy Wind. Lol, was? Du hast minus Spezialverteidigungswesen, ne? Halt dein Maul. Blizzard und sie trifft. Stirbt Tapion jetzt auch? Safe, das ist Stab. Nice, zwei Pärchen gerade in einen Zug verloren. Okay, was war das? Tapion, Hitzkopf und Prime und Major Duck. Oh, shit. Und genau Major Duck hättest du jetzt gebraucht, ne? Ja, ich kann auch Mike rausgehen jetzt und Crunch drücken. Aber was mache ich jetzt gegen Hunchcrow? Okay, Becky muss einen Hit tanken. Ice Punch. Swagger? Ey, Digga, willst du mich bumsen, Mann? Der Junge, der verletzt sich jetzt safe selbst. Das Mädel. Please don't. Das war so klar. Es war so klar. Ich habe keinen Switch in den Hunchcrow, ne? Ich muss auch für Crunch gehen hier. Okay, Digga, bevor wir jetzt hier Mist bauen. Crunch wird resistiert. Ja, aber ich bin Trace Bandit, das ist ein Two-Hit. Und der geht für Icy Wind. Das ist okay. Ich bin zwar jetzt... Ach, ich bin langsamer, ne? Langsamer. Aber Brave Bird killt mich nicht. Save nicht. Digga, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Brave Bird ist resisted. Der geht für Swagger. Ist okay. Und Mike greift sich natürlich selber an. Digga. Ich gehe für einen Hypertrank. Das Ding hat mein... Magma gewone-shottet. Gewone-shottet. Ja, aber kannst ihm halt Recoil-Damage der hat so, rein. Der hat so viel Recoil bekommen, der Junge. So viel. Aus meinem Team tankt niemand. Niemand mehr ein. Ich muss mit Rapist rein. Rapist ist meine einzige Chance. Der Rocktomb muss treffen. Und muss ihn jetzt one-shotten. Muss ihn jetzt killen. Geh mal Major Duck rein, weil wenn er Brave Bird einsetzt, ist er so oder so tot. Dann, ja, nehme ich den einfach mit. Alter, what the fuck. Sehr mies. Ich hab's dir gesagt, der Kampf wird scheiße. Ich hab's gesagt, oder? Hab ich's gesagt? Ich hab's ja, gesagt. Wer kommt drauf, dass das Ding Icy Wind rausballert, Alter? Alter. Okay, soll ich für einen Crunch gehen oder soll ich für Rocktomb gehen? Rocktomb bekommt macht mehr Damage. Rocktomb macht mehr Damage. Meinst du? Ja, macht's.
50 plus der. Das kommt auf 75. 200. 75, Digga. Warte. Nee, stimmt. Rock 2 macht 50 Damage. 75 mit Stab, stimmt, das sehr effektiv, ja, 150. Kommt auf 150 und Crunch kommt auf ist stärker 160. Und kann nicht verfehlen. Ja, true. Ja, und Rape ist auch... Oh, Choice Band, ich bin banded. Ja, okay, dann geh für Rocktomb, dann ist es okay. Wenn du Choice Band bist, killt Rocktomb, ne? Ich hoffe es, Alter. Safe. Und wir treffen zum Glück. Wenn du Choice Banded bist, das ist jetzt... Also wenn der das überlebt... Dann weiß ich auch nicht. Okay, wir haben Poison Jab als TM bekommen. Nice. Das sollte der letzte Kampf gewesen sein, glaube ich. Route 48. Irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht so. Aber hier haben wir auf jeden Fall nochmal einen neuen Encounter. Ich hoffe, dass Castile nicht gesleephoudert wird gleich. Paddle Dance. Oh shit, Digga. 100. Oh mein Gott. Ich warne dich jetzt schon mal vor, okay. Wir werden gleich hart getrickt. Deswegen setze ich hier auch einen Supertrank ein, weil ich glaube. Und ich mache hier auch nochmal. Psycup muss reichen. Psycup muss reichen, Digga. Ich speichere hier auch nochmal, weil das kann hier gleich nämlich richtig heftige Glitches geben. Weil wenn ich jetzt hier nämlich ins Pokécenter reingehe, dann ist hier niemand. Außer. Wirklich niemand, außer eine Pokécenter-Dame. Du erfährst gleich, warum da lag draußen gerade noch ein Item, das will ich mir holen, oder? Sah das nur so, ich glaube, es sah nur so aus, oder? Normalerweise stehen hier auch überall Menschen. Der Einzige, der hier steht, ist der hier. Was sagt der? Achso, das ist... Vier Pokémon verloren. Das kann man, ja. So, und zwar denkst du jetzt, boah, Alter, das war gerade so abgefuckt schwer. Ich geh jetzt meine Pokémon heilen. Soll ich jetzt meine Pokémon heilen? Ja, pass auf. Und ich sag, ja, heil meine Pokémon. Too bad, Brad. Und dann ist es... Oh nein, und dann Digga. Kommt Astor. Was? Und dann kommt Urs. Was? Und dann kämpfst du zusammen mit Urs gegen... Ich glaube, dass du zusammen... Nee, der geht sogar einfach. Okay, never mind. Aber ja, genau. Du... Okay, die sagt, see you outside, Sucker, und dann, ja. Und okay. Jetzt musst du dort mit Urs zusammen noch den letzten Kampf machen. Das ist, glaube ich, der letzte Kampf jetzt. Ich habe zwar paar Pia verloren, aber ich sollte so reingehen können, ja. Alter, ich habe Tapion und Major Duck verloren, ne? Du hast Hitzkopf und Prime verloren. Ja. Ich hätt nach diesen Kämpfen tatsächlich einen Rizoros haben können. Ja. Tja. Und dann kam Eiswind. Okay, Zangoose. Du willst mit vier Pokémon gegen die kämpfen? Ja. Aber guck mal, da ist unser alter Freund Sichlor. Digga, du willst mit vier Pokémon gegen die kämpfen? Ja. Du wolltest jetzt nicht andere Pokémon mitnehmen? Nee, ich dachte jetzt noch, wir machen jetzt noch den Finalkampf. Okay. Ich glaube, dort ja, kannst gut. Du eh nicht. Warte, kann man die Pokémon auf die Box legen und dadurch heilen? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, ich bin sowieso geheilt. Aber ich überlege gerade, bin ich schneller als Sichlor? War ich das Jolly oder das Adamant Luxtra? 92 Speed. Ich habe halt keinen Switch in, ne? Aber ich bin zwei Level über Sichlor. Ja, aber er killt dich mit einer Kreuzschere. Aber wenn er outspeedet. Kann ich im Milky Way rausgehen? Aber wenn der für SD geht, ne? Vielleicht geht er auch für Absol. Du kannst Pokémon, du hättest Pokémon mitnehmen können, Digga. Wir hätten Pokémon mitnehmen können. Ja, ja. Sollen. Ja, ja, war my bad. Ich bin ein bisschen. Ich habe einfach gedacht, komm, wir machen den letzten Kampf, ich will es hinter mir bringen. Okay. Hast du was gegen Sichlor? Aerodactyl, aber... Ja, okay. Du hast Aerodactyl, der passt gegen die beiden. Ich gehe jetzt mit Crunch auf Sichlor. Close Combat auf Zangoose, okay. Zangoose ist der schnellste? Und es killt Absol. Damn, Alter. Bitte lass mich schneller als Sichlor sein, bitte. Mit was war Mike gepaart, Digga? Bevor das Ding jetzt gleich schneller. Stirbt? Ich bin schneller. Crunch? Du gehst nicht für die Elektroattacke auf dem... Ja, ich bin Choice Bandit, das killt. Das ist nur ein Sichlor. Digga.
Okay, jetzt kommt Lucario rein. Mann, das Problem ist jetzt, dieses Senguus ist schneller als ich. Und das macht mir fucking nochmal Angst mit seinem scheiß Close Combat. Das hätte dich wegbumsen können. Das hätte mich wegbumsen können, ja. Aber in was soll ich rausgehen? Ich muss in Wolverine eigentlich rausgehen, ne? Ich habe gar keine andere Wahl. Warte mal, Grumbull war in der Gen noch neunmal. Also Lucario wird einen von beiden rausnehmen. Wahrscheinlich eher Senguus, weil der gerade einen Drop hat. Ja. Kommt drauf an, ob Lucario ihn outspeedet. Und wir haben einen Bedroher beide drin. Also ich muss, glaube ich, in Wolverine rausgehen, ne? Ich muss safe in Wolverine rausgehen. Ich habe gar keine andere Wahl. Wolverine war mit Double Bush, oder? Ja, aber er geht... Alter, Senguus outspeedet ihn einfach. Und das killt nicht. Alter, bei mir kills. Geil. Aurasphäre, ja, okay, greif speziell an. Bitte auf Senguus, bitte auf Senguus. Der geht auf Grandmull! Nein! Und ich krieg natürlich einen fucking Death Drop von Crunch, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Bei mir wird Lucario gekillt und ich krieg einen Death Drop von fucking Crunch. Digga, wir hätten unbedingt Pokémon mitnehmen sollen. Ja. Das war echt gerade nicht so gut, dass wir da reingerannt sind. Okay, ich geh mit Drain Punch auf Senguus. Und jetzt geht er auf Detect, der Junge. Willst du mich verarschen, Mann? Der ist auf minus 2 und jetzt geht er auf Detect und wir gehen beide auf ihn. Und Mawile kann jetzt Feint attacken. Oh, aber Digga. Ich meine, du hast trotzdem immer noch mega viel Death. So, ich kill jetzt erstmal Senguus. Ja, er hat Excessor und ich habe einen Death Drop. Du hast trotzdem immer noch echt gute Verteidigung. Warum geht der fucking Ursaring-Junge jetzt auf Senguus, Mann? Oh mein Gott. Ja, jetzt gehe ich mit Giga Drain auf ein Stahl-Pokémon. Der hat noch einen Garados. Alter. Und der hat auch Intimidate. Okay. Da sollte ich jetzt... Geht auch auf mich, ja, gehen alle auf mich. Aber auch gegen Garados, solange der kann Sprungfeder, okay. Ich habe nichts gesagt. Ha, Houndoom, geil. Nice. Hä, what the fuck, wieso hat der 4 Pokémon? Ach nee, Senguus, Houndoom, okay, ich verstehe. Senguus, Houndoom. Mit Intimidate. Mit Houndoom mit Intimidate, Digga. Ich habe keinen Switch-In für Houndoom. Null. Ich meine, ich könnte zu Rapist rein, aber... Der wird von Dings getroffen. Von Mawai. Also ich muss. Ich kann nichts anderes machen. Also klar, ich könnte zu Becky. Mhm. Aber Becky wird mich outspeeden. Ich krieg auch den Death Drop. Ich muss zu Rapist, Alter. Warum geht der verletzt? Oh Mann, Alter. Okay, ich resistiere dem Fireblast, den er natürlich wieder trifft. Kriege ich einen Burn? Nope. Nein. Danke. Okay, ich gehe in Mike raus. Warum gehen die beide jedes Mal auf mich, Alter? Schon wieder Ja, Digga, Rapist wird in dieser Runde sterben jetzt. Ich kann nichts anderes machen. Du wirst ein Pokémon, wirst du safe killen können. Also Rocktoom killt. Ja, Rocktoom killt Houndoom, aber Rapist wird sterben jetzt. Ich glaube nicht, dass... Ich kann nicht die ganze Zeit rausswitchen. Ich glaube nicht, dass Mauer das Ursaring ist mega wack, Alter. Okay, ich habe nochmal einen Death Boost und 2 KP bekommen. Mhm. Also 2 Death. Vielleicht überlebe ich noch. Oh, das war ein Crit. Alter, die gehen auch schon wieder beide auf mich. Faint Attack. Okay, er geht auf ihn. Okay. Okay. Die gehen jetzt schon. Oh, jetzt kommt Garados. Geil. Jetzt kommt Garados mit Bedroher. Wie voll ist dein Tangrowth? Aber der geht halt für Dings, ne? Der geht für Bounce. Ja, dann kann ich auf Fly gehen. Ich gehe jetzt für Rocktoom auf Garados. Ja. Der andere muss ihn jetzt mit Schlitzer killen. Dieses Mawile muss jetzt mit Schlitzer gekillt werden. Warte, aber du hast Bedroher auf Rapist drin. Ja. Ice Fang.
Aber ich bin... Ja, nice. Der hat fucking Ice Fang und geht natürlich auch direkt für Ice Fang. Ja, gut. Das war's mit Rapist. Ich war eh gebandet. Ich hätte nicht da fliegen gehen können. Ja, das war's mit Conferno. Okay. Bei mir hat er nur noch Houndoom. Das ist sein letztes Pokémon. Das hat auch Intimidate? Also seit wann hat Houndoom Intimidate? Das ist aber neu, ne? Das ist neu, ja. Normalerweise Flashfire. Ja. Ja, du musst in Becky wahrscheinlich rausgehen, ne? Der sollte Becky gar nicht so viel können, tatsächlich. Nein, ich muss in Castile. Becky kann Kaskaden, kann Ice punchen. Aber du hättest, glaube ich, sogar in Becky rausgehen können, anstatt Rapist zu opfern. Ja, aber wenn er auf Sprungfeder einfach gegangen wäre, dann wäre es wieder auf selber rauskommen. Gute Verteidigung mit KP. Also ich glaube, der hätte es. Becky kann da noch ein bisschen was wegstecken. Aber ich kann deinen Gedanken auch schon verstehen, so ist es nicht. Okay, ich bin fertig. Ja, wir werden es gleich sehen. Headbutt geht auf Becky. Ja, wenn er jetzt flincht, dann GG. Ah ne, warte mal, ich war schon angegriffen. Ja, du hast schon angegriffen. Okay. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann Grumbull mit Aqua Jet rausnehmen. Und muss jetzt halt eine Sprungfeder fressen. Aber die wirst du tanken. Außer vielleicht geht er sogar auf Ursache. Oh, ich hab noch... Ja, die werde ich tanken, glaube ich, sogar sowieso. Ja gut, Shell Bell hat nicht so viel aufgefüllt, aber... Das Ding ist halt, genau, jetzt kriege ich die Para und beim nächsten Mal hätte ich dann wahrscheinlich noch... Digga, was? Crit. Das ist ein Crit, ja. Benutzt doch Tränke, du hast doch gar keinen Trank benutzt. Ja. Wollte ich gerade auch machen. Ein Hyper Potion. Ich meine, wenn er dich schon crittet... Ja. Hier von dem Trainer bekommen wir noch ein Upgrade. Alter, dieses Drecks-Ursaring kann nichts, Alter! Und der geht aber auch die ganze Zeit, also die NPC. Digga, er geht nur auf mich. Mit beiden Pokémon geht er nur auf mich. Ja. Alter, willst du mich verarschen? Der Ice Punch reicht nicht, oder wie? Ah, ne, Mike lebt noch. Okay, ich gehe für Aqua Jet. Kann das Dab bitte reichen? Danke. Ja, das killt. Meine Fresse, ey. Zum Glück keine Full Para an der Stelle. Okay. Oh mein Gott. Alright. Ja gut, für die Stahlarena haben wir noch ein paar Pokémon. Ja, wir haben noch genug in the bag. Wir müssen uns jetzt wieder ein neues Team ausdenken für den nächsten Part. Trainieren. Und dann müssen wir weitermachen, ne? Das war jetzt wieder ein kleiner Rückschlag, aber soll uns natürlich nicht komplett rausbringen. Ja. Primal Mage und Duck sind noch gestorben und Tapion und Hitzkopf sind noch gestorben. Alright, Leute. Und Rapist. Rapist ist auch gestorben. Ja, hab ich gestrichen. Leute, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine positive Wertung da. War ein bisschen crazy und so wird es... Ich sag's dir, die Spiele, das geht so weiter jetzt, ne? Ich sag's dir, wir verlieren jetzt Folge für Folge mindestens ein Pärchen. Jedes Mal, immer und immer wieder. Wir können uns langsam daran gewöhnen. Scheiße, Alter. Ich meine, du siehst die Box, die füllt sich mit so krassen Pokémon, wo du dir denkst, Alter, die hätten hier niemals sterben können. Ne. Von daher, Leute, nächste Part ist wieder bei auf Sephirons Kanal. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da vorbei, lasst ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und